Jo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier zurück bei Minecraft der neuen Staffel. Und zwar habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Aufnahmen hier, die ich hier auf dieser Welt mache, auch mit den ganzen Mods und mit dem Shader und so weiter und so fort, performance-technisch viel besser laufen als in LPMT 2. Ich habe überhaupt keine Ahnung warum, aber hier läuft es irgendwie gefühlt wirklich viel besser. Also hier alles vollkommen flüssig, aber dort drüben in dem LPMT-Dingsbums-Zeug habe ich immer wieder komische Probleme mit den FPS-Sachen. Ich habe keine Ahnung, die Welt hier wurde ja mit einem neuen Generator generiert. Kann auch sein, dass ich drüben ein paar Probleme habe mit den Bergen, dass da so viele Berge sind, dass da so viel generiert wird. So viele Monster im Untergrund spawnen, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, aber und damit, Moment, ich muss auch so, das Mikrofon kurz verschieben, genau. Ja, ich habe keine Ahnung warum, aber wir sind hier wieder zurück in Minecraft. Oh, ist das wieder schön. Oh, wir haben hier letztes Mal, oder sind gerade dabei, das Feld zu bauen, gell? Und sind aber auch fast fertig geworden. Aber heute, oder jetzt machen wir mal das Feld komplett fertig. Jetzt werde ich es mal ansehen. Werden wir mal schauen, was man da so machen kann. Wo sind eigentlich die Öfen? Genau, hier sind die Öfen. Ist da was drin? Ja, Kohle. Und dort? Auch Kohle, okay, gut. Ich weiß nicht, vielleicht bringt da Hühnchen was zum Essen. Ich habe keine Ahnung, Fleisch bringt da generell irgendwie nichts mehr. Durch die ganzen Mods habe ich. Also ich habe irgendwie wirklich das Gefühl, durch die Mods dort bringt Fleisch irgendwie relativ wenig bis gar nichts mehr. So, jetzt sehe ich hier nochmal ein bisschen da an. Zack, und dann hier nochmal. Oh, ist das schön. Wunderschön, kommt man hier hoch und dann ist es so ein bisschen grünlich und dann ist da schön. Oh, das ist doch putzig. Das finde ich gerade wunderschön. Haben wir. Ja, und ich weiß, Entschuldigung, dass ich jetzt wieder hier mit in zu schneller Gehastlichkeit in das ganze Minecraft-Geschehen eintauche. Aber ich habe noch was zu erzählen. Und zwar starte ich demnächst höchstwahrscheinlich ein neues Spiel auf dem Kanal. Es werden viel zu viele Spiele. Dishonored 2 abgebrochen. Need for Speed Payback. Keine Ahnung, was damit los ist. Ich habe nicht mal selber eine Ahnung, was ich damit im ganzen Zeug mache. Und es kommen noch so viele Spiele und so viele Spiele laufen gerade noch und so viele Projekte. Das wird schlimm. Ich komme da fast gar nicht mehr hinterher. Ich muss ja schon die ganze Zeit aufnehmen. Jetzt nehme ich gerade mal wieder Minecraft auf, aber sonst muss ich halt die ganze Zeit. Wo mache ich jetzt die Blätter hin? Aber sonst muss ich halt die ganze Zeit wieder aufnehmen, dass ich hier die Folgen wieder vorproduzieren kann. Oder halt produzieren kann, überhaupt mal produzieren kann. Und dann halt auch wieder rausschmeißen kann, dass da Folgen kommen. Wäre ja blöd, wenn keine kommen würden. Gut. So, dann mache ich mal hier das ganze Zeug rein. Blätter können wir für designtechnische Sachen hier verwenden im Häuschen. Woanders glaube ich nicht. Genau, ich habe letztes Mal hier mit Simon so ein bisschen Jagd gemacht. Da haben wir ein paar Köpfe geholt. Und zwar Skelettkopf, Creeperkopf, Kops haben wir geholt. Und Zombie-Köpfchen haben wir da geholt. War eigentlich recht spannend. Der hat irgendwie so ein Schwert. Oh, und ich habe hier noch irgendwie zwei Bogen. Keine Ahnung. Pfeile. Kein Bogen. Pfeile. Er hat irgendwie so ein spezielles Schwert. Wenn er da halt die Zombies wegmacht, niedermacht und so, dann kriegt er irgendwie, ich habe keine Ahnung, warum hat er Seven wahrscheinlich wieder hergezaubert, dann kriegt er davon dann die, sag schon, die Köpfe, oder die lassen halt dann Köpfe fallen. Die sind eigentlich relativ selten, die Köpfe, aber dadurch sind die dann eigentlich nicht selten. Also, sieht man, ich habe ja genug. Ich glaube, fast jeder Zombie oder jeder Tod von irgendjemandem droppt dann so einen Kopf. Ich weiß nicht, sieht das gut aus? Sieht irgendwie störend aus hier. Das sieht störend aus. So, dann mache ich das so. Muss ich ja anscheinend machen. Zack und zack. Ah, sieht viel besser aus. Dann kann das Wasser da unten. Wo führt es da hin? Wo führt es hin? Und da drüben? Hallo? Da? Nirgends. Okay, gut. Hier ist ja noch okay, wie es aussieht. Hier muss es sogar sein. Sein. So, nun hier. Da ist die Frage, wie wir das machen. Weil ich will hier eigentlich so ein Ding machen, aber dann muss ich hier das Wasser nochmal umleiten.
Von uns sind Zombies. So. Los, schnell. Heilige. Hei, hei. Halleluja. Aber da unten lebt man ganz schön gefährlich. Da unten lebt man richtig gefährlich. Fällt man einmal runter, ist es vorbei. Boah, ist das schlimm. Boah, was habe ich da unten eigentlich gebaut? Was für ein Kessel. Voll der Monsterkessel. Da gehe ich nicht mehr runter. Da gehe ich niemals mehr runter. So, ich glaube, wir müssen hier gleich mal das Ding zumachen. So. Ach, je. Wie komme ich jetzt eigentlich wieder? Oh, ja, gut, ja, aha, mitgedacht, ja, ja. So, hier einmal, dann machen wir hier wieder Wasser auf. So, Wasser kann immer noch... Ah, das hier? Das ist doch cool. Das ist doch gut. Dann fließt das Wasser da unten entlang und hier oben haben wir unsere Ruhe von dem ganzen Zeug. Hier hinten würde ich gerne Weizen pflanzen. So. Jetzt muss ich mal schauen, haben wir noch eine Hake? Oh. Ja gut, ich hole nochmal ein paar Samen, dass wir hier Sachen anpflanzen können. 1, 2, 3, 4, 5. Knapp. Oh, ist aber schon schön hier, die Sache. Ist schon schön. Ah, nee, weißt du was? Dann machen wir die hier. Und dann machen wir die hier. Mehr essen will ich jetzt nicht. Nein, dankeschön. Ist aber schön. Ich habe auch keine Ahnung. Ich pflanze sie einfach wild an. Ich pflanze sie so wild an, dass es schön aussieht, gut aussieht, dass es einigermaßen passt. So. Wir haben so viel. Er hat Beere. Wir können einfach mal alles anpflanzen. Bambussprosse, Reissamen, See, irgendwas, Reis. Rapfending, Birne. Nee, ich glaube, die kann man nicht anpflanzen. Wir können so viel machen. Sesamkörner, Kartoffelbohnen. Warum können wir bitte schön Weintrauben? Ja, 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 ja. Champignons. Nee, keine Ahnung, kann man nicht. Glaube ich. Feige wächst ja, glaube ich, auch nur am Baum. So, Aubergine. Haben wir eine Aubergine? Karotte. Hallo? Ach so. Oh, wir sind voll. Erde brauchen wir nicht. Lass mal da. Oh Gott. Los geht's. Anpflanzen, bevor es Nacht wird. Und dann nochmal kurz schlafen. Machen wir hier einfach mal das hier. Oh, ist das schön. So, dann... Nein, ich will jetzt hier kein... was ist es eigentlich? Sesamkörner. Ja, 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 ja. Moment, Moment, Moment. Das ist hier alles schön ausgepflanzt. Oh, das... Ah, das war wieder das Kabel. Ich habe gerade irgendwie gedacht, was ist jetzt los? So, dann pflanzen wir die hier an. Was ist denn da passiert? Ich glaube, da reicht es... Oh, ich glaube, da reicht das Wasser gar nicht hin. So, ich hoffe, das passt auch alles so, wie wir das Wasser verlegt haben. So, ja gut. Erstmal halt kurz mal hier. Oh Moment, ich gehe mal kurz rein und hole das Fleisch. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Das sehen wir gleich. Nein. Nein! Wie kann ich nur? Ich glaube, hoffentlich haben wir noch eine Hake. Hoffentlich haben wir noch eine. Haben wir noch eine? Ja, wir haben noch... Oh, nee. Jetzt... Warum habe ich eigentlich zwei Crafting-Dinger? Im Inventar. So, was wollte ich eigentlich? Fleisch. Fleisch, egal, haben wir jetzt schon volles Essen. Egal, weißt was, ich gehe mal kurz schlafen. Schon wieder hin und her gerannt. Er geschlafen, er Mammut. Ah, ist das schön. Oh, der Sonnenaufgang. Guten Morgen, Welt. Guten Morgen. Guten Morgen. Und guten Morgen. Guten Tag und Nacht. Okay,
Okay, hier haben wir die Auberginen-Ding angepflanzt. Ich hoffe, das passt. Oh, wir können so unglaublich viel anpflanzen. So unglaublich viel. So, Erdbeeren kommen mal hier hin. Wir können so unglaublich viel an... Ich glaube, wir brauchen ein größeres Feld. Wir brauchen definitiv ein größeres Feld. Zu 100%. So, dann machen wir hier noch Sellerie. Sure, dann kommt die Sellerie hin. So, dann kommt hier mal Rhabarber hin. Rhabarber. Ich weiß gar nicht, Rhabarberkuchen, gibt es das? Gibt es das hier? So, machen wir hier mal Reis hin. Vom Reis machen wir mal ein bisschen mehr. So, machen wir mal das hier hin. Ja, machen wir hier wieder Bambus hin. Die Bambussprossen so ein bisschen. Hier kommt ja dann das Unkraut hin. Genau, habe ich noch, Gott sei Dank. Ich habe gerade schon gedacht, ich habe schon verbaut. Irgendwohin verbaut. So, das hier passt. Ja, ja, ja. Aha, aha, aha. So, da hinten möchte ich nämlich gerne ein kleines Weizenfeld haben. Und hier vorne mache ich ja dann die anderen Sachen hin. Die jetzt auch schön sind, wo mir jetzt nicht so ganz... Sojabohnen, Valentin. Soja. So, machen wir hier noch das hier. Ich kann ja nicht alles anpflanzen. Damasko. Frühlingsdingsbums. Bambusschrott. So, jetzt kommen noch Erdbeeren hin. So, machen wir ein bisschen größeres Feld hier für die Erdbeeren. Natürlich, natürlich, natürlich. Ich bin Erdbeer-Fan. Das muss ich natürlich machen. So, jetzt kommen hier nochmal ein paar Weintrauben. Boah, das sieht schon geil aus. Schade, dass die sich zwar nicht mit dem Wind bewegen, wie das Gras vom Shader. Aber naja, ist trotzdem cool. Oh, genau, Kiwis. Nicht, dass ich die vergesse. Kiwis sind wichtig. Kiwi ist ganz wichtig. So. Zuckermelonen machen wir hier mal hin. Das ging eigentlich. Teeblatt. Oh, Teeblatt. Ich muss gerade mal wirklich sagen... Ich gehe mal kurz hier hin. Ich habe ein Thumbnail hiervon mal gemacht, gell? Ein Thumbnail habe ich hier mal gemacht, so ungefähr. Von, weißt du schon, wo das Feld noch leer war? Zuck. Und jetzt ist es voll. Ist voll geil. Es sieht voll geil aus. Yeah, wir haben es geschafft. Ich muss gerade wirklich sagen, ich bin vollkommen zufrieden. Boah, wächst es schon? Wenn es jetzt schon wächst, dann wäre es geil. Ich muss gerade mal wirklich sagen, ich bin vollkommen überrascht, wie schön es aussieht. Es sieht einfach nur so schön aus. Jetzt haben wir hier ein Feld, hier so ein bisschen was. Das könnte man wegmachen, aber das lasse ich gerne so stehen. Hier unten mal noch ein bisschen das Feld weiter, ein bisschen größer. Boah, also wenn wir uns hier schön einrichten, dann wird es eigentlich recht gemütlich. Kann ich jetzt mal wirklich sagen, das wird richtig cool. Das wird richtig cool. Willkommen auf meiner Karte. Boah, das gefällt mir gerade. Und noch eine andere Sache. Und zwar spiele ich auch hier auch so ein ganz kleines bisschen privat. Natürlich nicht immer privat, nur so ein bisschen. Also ich baue hier nichts rum. Sieht man auch immer, wenn ich hier Folge anfange. Aber wenn jetzt zum Beispiel Simon drauf ist, Sermon drauf ist oder so, dann laufe ich halt mit denen rum, baue ein bisschen ab, baue dort ein bisschen rum, baue dort drüben ein bisschen rum. Ist vollkommen egal. Ich zeige jetzt auch mal in der kleinen Session so ein bisschen, was die anderen gebaut haben. Habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Ich glaube, Simon habe ich mal gezeigt, Sermon habe ich drüben gezeigt, aber noch nicht das neue Gerät habe ich noch nicht gezeigt. Werde ich dann gleich mal auch machen. Aber was ich halt meine ist, ich habe vergessen. Ich habe gerade wieder vergessen, was ich... Das ist so doof. Toll. Ja, ich weiß. Entschuldigung, habe ich das vergessen. Ich habe keine Ahnung, warum ich es wieder vergessen habe.
Ist ja vollkommen doof, aber... Neu machen kann ich auch nichts. Kommen hier Aubergine hin. Blümeli, du musst leider umziehen. So. Machen wir es ein bisschen größer, ein bisschen gemütlicher hier. So. Hier unten ist so ein freies Feld. So, hier ein bisschen was, dort ein bisschen was, hier nochmal was. Da nochmal was. Ja, können wir da nochmal was machen. Sellerie. So, machen wir hier nochmal Zuckermelone. Zuckermelone. Ich weiß gar nicht, Zuckermelone müsste ja eigentlich Zucker geben, gell? Vielleicht gibt Zuckermelone ja sogar viel. Eventuell, ich hoffe mal. Wenn wir die extra schon anpflanzen, dann hoffe ich, dass da was Gutes rauswächst. Wachset. Wachset. Und gedeiht. Wachset, gedeiht. Ihr seid willkommen. So, sieht nett aus. Ja, 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 ja. Ist schon geil hier. Ich finde es voll cool mit dem Zuckerrohr hier auch. Ist schon ein nettes Mütchen da. Nette D-Mod. D-Modification. Nicht der Mod, kann leicht passieren, mache ich auch immer. Aber Gott sei Dank hat man natürlich die netten Zuschauer, die natürlich einen immer darauf hinweisen. Genau rechts, glaube ich, gell? Yeah. Die einen da natürlich immer freundlicherweise darauf hinweisen, Gott sei Dank auch. Dass es nicht der Mod heißt, sondern die Mod, die Modification. Vor allem, ich sag das auch manchmal, die Modification. Und daher, ja, ja. Aber der Mod ist halt so ein bisschen so, finde ich jetzt mal, ist noch nicht reif, okay. Umgangssprachlicher irgendwie, der Mod. Sagt man irgendwie automatisch. Der Mod. So, vielleicht wächst ja auch was, keine Ahnung. Ich probiere es einfach mal. Wer weiß, wer weiß. Machen wir hier mal Soja. Ne, ach so, genau. Kann man ja nicht machen. Okay, nochmal die Sojastange. Ich frage mich wirklich, wo die Fackeln herkommen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Gut, PC ist noch vollkommen okay. Nimmt noch alles gut auf, so wie ich es haben will. Ich weiß gar nicht, mit welchem Shader ich gerade spiele, aber... Oh, es wächst, es wächst. Okay, die sind noch nicht reif. Dauert noch ein bisschen. Aber voll geil, das ist voll geil hier. Voll geil. Ich finde es gerade voll cool. Voll cool und schön. Boah, das ist geil. Ich freue mich gerade. Ich freue mich gerade wie so ein Schneeschen. Genau, da unten wollte ich hin. Wächst auch schon. Ja, 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 ja. Aha. So, 3 Samen mehr. Oh. So. Kann man da auch was hinmachen? Ist auch okay. Ja, ist schön. So. Machen wir das mal noch ein bisschen beleuchteter. Ich weiß gar nicht, warum ich das noch nicht gemacht habe. Ausleuchten. Da ein Fackelchen, da eine Fackel. Ich mache es aber jetzt nicht so. Ich mache es jetzt nicht zu... Genau, da wollte ich ja noch Wasserfällrunde machen, gell? Ich mache es jetzt nicht symmetrisch. Sondern einfach nur irgendwie, dass es trotzdem schön und nett aussieht. Nein, wie kannst du nur machen symmetrisch? Na gut, dann mache ich es halt symmetrisch. Ist mir doch egal. So, da ist es symmetrisch. Gesehen, wächst. Los. Steht auf. Klatscht in die Hände. Seid glücklich und froh. Das Feld ist schön. Ihm geht es voll gut. La, 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 la. Wo kommt das eigentlich dann runter? Ich glaube hier, gell? Kommen wir da noch was? Was? War ich nicht. Bei der Nachbar. So, wo kommt es dann hier runter? Dort. Dann könnten wir es vielleicht da im Berg verschwinden lassen.
muss ich nicht so viel terraformen, also nicht so viel Flusszeug bauen, sondern einfach nur so schön. Hier geht es ja in den Berg rein. Kommt er dann unten raus, wieder beim Meer. Und dann, ja. Okay, ich gehe jetzt nochmal kurz schlafen. Oh, das Wasser sieht nett aus. Ich gehe jetzt nochmal kurz schlafen und dann gehe ich mal kurz rüber zu Sermon, zu sehen, was sie gebaut haben. Ich weiß gar nicht, was sie mehr gebaut haben. Weil ich war ja schon längere Zeit mal wieder nicht auf dem Server. Bin jetzt auch mal gespannt, was sie so rumgebaut haben. Ob sich überhaupt etwas verändert hat. Keine Ahnung. Das sehen wir aber gleich. So, nehmen wir mal die zwei Sachen mit. Das hier kommt wieder rein. So, zack, zack. Ich frage mich immer noch, warum ich zwei Werkbanken habe. Flups, flups, flups. So. Ja, machen wir. Moment. Nee, lass die drin. So, gut. Oh, nein, da fehlt noch was. Die Harke. Sortieren. So, okidoki. Oh, schlafen. Wo ist da? Na, guten Morgen. Guten Morgen, Welt. Willkommen zurück, so. Muss ich erstmal runtergehen. Kaffee machen, so. Hier, Kaffee machen. Oh, Diamant-Kaffee. Lecker für heute. Yeah, Kung Fu. Oh, dann gehe ich mal kurz runter in meinen Keller. Oh, guten Tag, Keller. Was habe ich hier noch drin? Ein Schwert. Ja. Nein, ja. Alte Sachen brauche ich nicht mehr. So. Guten Morgen, Fell, geht's dir gut? Ja, alles perfekt. Hätte ich jetzt nur den Mogwichabot drauf, würde den ganzen Grillen hier alles kaputt machen. Jetzt gehe ich mal kurz zu Simon rüber. So. Oh. Ich habe eine Discord-Nachricht bekommen. Ich höre die Gott sei Dank nicht. Bei Discord ist es wirklich gut und praktisch und wirklich richtig geil gemacht. Es erkennt, wenn man OBS offen hat, das heißt dann halt, Discord wechselt dann sozusagen in den Streamer-Modus und lässt halt keine Nachrichten durch. Ist dann sozusagen wie stumm geschaltet. Man kriegt keine Benachrichtigung, nicht tonmäßig, auch nicht benachrichtigungsmäßig. Man sieht halt nur, wie bei Windows. Weißt du ja, bei Windows sieht man halt dann, wie viele Nachrichten jetzt ein Programm hat in der Leiste. Da steht halt dann eine Zahl. Mehr aber auch nicht. Das finde ich wirklich gut gemacht und wirklich richtig gut. Warum? Wer hat das getan? Warum fliegen da die Bäume? Da fliegen überall die Bäume, vor allem die großen. Was? Wenn jemand, ich will es nicht sagen, wer, Simon, Bäume fällt, vor allem auch noch dann die großen, dann, da ist noch genug Holz drin. Da musste ich hier da zwei Dinge abbauen oder da drüben bis zum Baum abbauen und dann hier Gewöhnung macht's möglich, gell? Und da nicht mehr hochgehen, das andere Zeug abbauen. Da ist doch überall Holz drin. Vor allem da, in dieser riesigen Baumkrone, da ist doch überall Holz drin. Kann man alles abbauen. Sonst protekte ich hier die ganzen Bäume, dann könnte er nichts mehr abbauen. Du wirst da bei mir ankriechen und betteln. Bitte krieg ich Holz. Oh, das ist Kohle. Krieg ich bitte Kohle. Diamanten, krieg ich bitte Diamanten. Bitte Diamanten. So, das seht ihr aus Simon Häuschen. Es stand ja immer hier, hat er abgerissen. Und, nee, ich glaube, ich weiß es gar nicht, wo es stand. Ich glaube, das stand hier irgendwo. Hier waren ja die Felder. Hat er alles weggemacht, hat er jetzt so ein Häuschen hingebaut. Ist auch nett. Den Ofen hat er, glaube ich, auch weggemacht. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, er verwendet jetzt Servants. Fliegt ein Baum. Also wenn jetzt alle Bäume fliegen, dann. Ich glaube, der fliegt. Das gibt's ja nicht. Hier sind Bäume. Der auch. Vor allem nicht alle Bäume wegschlagen. Die wachsen nie wieder so schön. Ich glaube, ich mache eine Baumplantage. Und dann wird nur noch auf der Baumplantage das Holz geerntet. Und wenn man Holz braucht, dann soll es wieder ansehen. Schlachtet man hier die ganzen schönen großen Bäume ab. Ist blöd. Muss mal schauen. Aber hier ist Simons Häuschen wunderschön eingerichtet. Dach gibt es auch. Ist wahrscheinlich so ein unsichtbares Dach. Wenn es reinregnet, ist es so Elektrowellen, die schirmen den Regen natürlich ab. Ganz klar. Hat er wirklich gut designt. Macht er, glaube ich, auch noch weiter.
Ah, wirklich, das mit den Bäumen ist zwar schade, aber naja. Ist halt ein Let's Play. Da war auch letztes Mal sogar ein Stumpf. Ich habe es gedacht, ich falle irgendwo runter. Das war einfach ein Stumpf so in der Erde drin. Naja. Sieht auch nicht normal aus. Sieht aus, als ob sich da irgendjemand reingegraben hätte. Ja gut. Nicht so viel. Egal. Ich kann die Bäume dann wieder abbauen. Also die Kronen, die oben fliegen. Dann rette ich halt noch die Blätter und das Holz. Was so übrig bleibt, dann brenne ich halt noch den Rest ab. Oder ich brenne die halt ab. Ist auch egal. Ich hoffe nur, dass da nicht der ganze Wald abbrennt. Sonst muss ich hier wieder Feuerwehr spielen. Und dann baue ich halt die nochmal neu. Ich hoffe, das geht. Unten hat er, glaube ich, nichts weiter gebaut, das Serbin. Aber hier ist sein Dörfchen. Hat er schön gebaut. Jäger, Ventrix, Jagdladen. Von Jägern für Jägern. Von Jägern. Jäger. Der Jäger, die Jäger. Ist eigentlich keine Mehrzahl. Da sieht immer noch die Kühe drauf. So. Und zwar fliegen wir mal, also wir fliegen nicht, wir laufen ganz normal. So fliegen natürlich immer. Mal kurz zu Servants Hütte hinten hin. Ich hoffe, der Weg ist nicht zu lang, ne? Also fliegen geht deutlich schneller. Bin ich ein paar Sekunden drüben und so dauert es vielleicht jetzt ein, zwei Minuten. Ich hoffe, wir finden zurück. Letztes Mal war ich drüben, dann habe ich nicht mehr zurückgefunden. Dann, ja, das war doof. Ich habe wirklich nicht mehr zurückgefunden. Ich bin den Fackeln gefolgt, die er hier gebaut hat. Aber dann kam ich, also ich bin vor dem Haus losgeflogen, bin dann hinter dem Haus wieder angekommen. Das war irgendwie ganz komisch. Die Fackeln, die... Ja, die sind nicht gut gebaut. Sind irgendwie ganz komisch hier. Aber jetzt, da ich weiß, wo das Haus ist, ist ganz in der Nähe von meinem Haus. Da finde ich einfach eigentlich ganz leicht rüber. Geht eigentlich jetzt relativ sehr schnell. So, da seht ihr ja meine wunderschöne Hütte ohne Dach. Boah, ich muss dringend mal, das ist immer noch so doof. Hier sieht man zwar das coole Feld. Sieht schon nett aus, gell? Sieht schon nett aus, aber ich muss mal oben eine weitere Etage draufbauen, wo ich ja mal machen wollte. Das Haus fertig einrichten, draußen noch schön ein bisschen was designen und so. Und da halt noch ein Dach machen. Ich habe schon wieder zu viele Baustellen. Einerseits das Feld, andererseits das Dach, dann noch den Keller will ich machen. Das Feld habe ich jetzt eigentlich einigermaßen fertig gemacht. Ich glaube, es gibt nur so ein paar kleinere Baustellen, aber ja. So, da ist ja mein Haus und dann läuft man einfach hier entlang oder fliegt entlang, je nachdem, in diese Mulde rein. Da oben sind die Berge mit dem Dschungelbiom. Und wenn man dann einfach hier entlang rast... Eigentlich habe ich ja gesagt, ich will eigentlich nicht mehr rennen, aber jetzt mache ich das einfach mal, sonst komme ich niemals an. Dann müsste da drüben eigentlich gleich mal eine Wüste kommen, da hat er sein Haus gebaut. Und zwar hat er nicht nur irgendein Haus gebaut, sondern etwas Wunderschönes in die Wüste. Hat er mir ja gesagt, war ich auch sehr gut und gerne über... Ich habe nichts zum Essen dabei, geil. War eigentlich überrascht, dass er das wirklich macht und das... Sieht eigentlich schon gut aus, was er da gemacht hat. Da, sieht man schon. Das hier hat er hingebaut. Ist eigentlich gleich in der um die Ecke. Ich habe aber nicht nach Hause gefunden. Gott sei Dank sind hier noch die Bäume. So wie sie waren. Gott sei Dank. Danke, Bäume. So, mal schauen, ob er weitergebaut hat. Das weiß ich jetzt gar nicht. Weil er will oder hat angefangen, etwas Wunderschönes zu bauen. Und zwar eine kleine Oase. Hier in die... Ich weiß mal nicht, warum er hier... Eine Sache weiß ich nicht. Er will eine Oase in die Wüste bauen, aber 3 Meter daneben ist normales Gebiet. Und keine Büste, das, keine Ahnung. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das so geplant war, wie er das hier machen wollte. Aber es sieht nett aus. Sieht wirklich nett aus, wie er das hier gemacht hat. Sieht schon schön aus. Da hinten sieht's. Ich finde irgendwie den Weltengenerator wirklich geil. Ist mal wirklich eine richtig coole, große, schöne Abwechslung. Hingegen zum normalen Weltengenerator, der irgendwie... Ja, halt normal ist. Kennt man schon seit Jahren. So ein normales Urgedönse. Oh, ist ja schön.
Ich weiß von wo, da war mal eine Insel. Hier war eine fliegende Insel, hat er hier die ganzen... Ja, ist auch okay. Ich hab gedacht, das wäre... Das habe ich noch nicht... Was? Pyramide? Boah, das wird geil. Ich gehe da gleich mal... Ich hoffe, der hat keine Fallen hingemacht, sonst fliegt mir hier gleich mal alles um die Ohren. Hm, das habe ich noch nicht gesehen. Das wird jetzt mal spannend. Also das hier sieht schön aus. Oh, wie schön. Oh, das ist ja voll cool. Oh, schön. Ist schon schön. Anscheinend wirklich eine Pyramide. Wie groß will er die eigentlich machen? Ist sie schon groß? Also ist sie... Ich muss... Sandstein, Blatt. Warte kurz, ich glaube. Sandstein, glatter Sandstein und Sandstein. So, jetzt aber. Ich weiß aber jetzt nicht, was er hier hinbauen will. Also Pyramide sieht wohl so aus. Als ob es eine Pyramide ist und wäre. Aber wie groß die wird. Cool. Ich muss mal wirklich dringend mal eine... was? Das sind Zäune. Was hat er hier gemacht? Das sind Zäune. Ich will jetzt eigentlich hier nicht rumlaufen wegen den Zombies, aber... Ich gehe gleich mal zu den Zäunen. Ich gehe mal kurz hier auf den Bergfläche. Hat er drüben nochmal was gebaut. Und lenkt hier nur mit dieser Pyramide ab, dass man nicht drüben entlang geht und dann dorthin schaut. Vielleicht ist da ja das Superprojekt von ihm. Das superkontinentale Projekt. Aber so wie es aussieht wohl eher nicht. Jetzt kann ich nicht mehr rennen. Wüste. Trockene. Eklige Wüste. So, dann gehen wir mal kurz wieder zurück. So. Hat er das gebaut? Was macht er? Aha. Da hinten führen... Das Gebiet da drüben sieht irgendwie zerstört aus. Ich weiß es gar nicht, ob er das gebaut hat oder ob das irgendwie generiert wurde. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber, oh, genau, cool. Dafür liebe ich jetzt Sevens Wüste. Wir können hingehen und das Feld ernten. Dankeschön. So. Oh, sieht schon schön aus, muss ich sagen. Ja, sieht geil aus. Ich weiß es auch gar nicht. Ich glaube, es gab keine Kommentare, wo ich jetzt drauf eingehen könnte, wo es... Also, wo man geschrieben hat. Ich glaube es mal nicht. Es gab natürlich, glaube ich, einen Kommentar mit dem... Dings mehr, also mit LPMT2, da gab es so einen Kommentar, so ein Kritik-Kommentar. Ist auch vollkommen okay. Ihr könnt gerne kommen, Kommentare schreiben, auch mit Kritik, ist mir vollkommen egal, könnt ihr gerne machen, ich lese mir das auch immer gerne durch, versuche da auch immer so, warum ist er ein Schwein, selber ist er ein Schwein in der Wüste, versuche dann auch die Videos so artengerecht sozusagen, hinzubiegen, schön zu verbessern, auf die Kritik auch einzugehen, versuchen die ein bisschen da, zu berücksichtigen, weil das ist ja die Community und wenn die schreibt, dann mache ich das natürlich. Weiß ich ja nur einfach mal alles. So. Vielleicht hat er ja was ich nicht habe und dann kann ich das schön anpflanzen. Dankeschön. Glaube ich einfach mal hier dein Feldbestand. Das Gute ist, ich muss es ja nicht mehr anzählen, weil wegen dem geilen Mod. Salat. Ach, Salat habe ich gar nicht angepflanzt. Also fehlt doch was.
Also fehlt doch was. Naja, ich kann entweder das Feld größer machen, anbauen oder im Untergrund. Ich weiß nicht, im Untergrund würde ich jetzt eigentlich nichts umbauen, aber naja, mal schauen. So wie es kommt, kommt's. So, aufpassen, dass man hier nichts kaputt macht, sonst muss ich es wieder neu, also wieder schön hinbauen. So, gehen wir mal. Ich weiß nicht, ich glaube, er hat ein Bett. Boah, das Essen dauert echt lange. Tut mir leid, aber. Boah, das dauert ja ewig. 5000 Jahre später, man hat fertig gegessen. Kannst nicht schlafen, das Bett ist zu weit entfernt, es steht genau vor mir. So, warte, ich schau mal ganz kurz hier nach. Ah, okay. Gut, hat mir niemand geschrieben, da hat jemand nur jemanden zur Gruppe hinzugefügt. Pen and Paper Gruppe, in Discord und daher war die Nachricht da. Gut, gut, gut. Dann ist es nichts Wichtiges, kann ich wegschauen. Dann ist es mir vollkommen egal. So, dann gehe ich mal wieder zurück. So, weil letztes Mal bin ich irgendwie da lang oder da vorne lang den Facken. Das war das schon immer. Moment, ich gehe da mal kurz hin. Guten Tag, Kuh. Frau Dr. Kuh. Ich glaube, hier sind ja irgendwo noch die Fackeln. Ja, irgendwo hier sind die Fackeln, aber ich gehe jetzt mal kurz zu dem Gebäude hin. Ich habe gedacht, Seven baut nur Wüste. Interessant, was er noch baut. Also ich finde es wirklich gut, dass er hier so schöne kleine Sachen im Wald hinbaut und so. Kann er vielleicht noch im Untergrund verbinden. Oder so einen Schleichweg machen. Ist schon geil. Ist schon gut. La 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 la. Ja doch, ist geil von Serben. Jetzt wieder diese hässlichen. Ah nee, sind gar nicht so. Nee. Ist gar nicht so schlimm. Nicht so schlimm wie auf Knob 2. Mit dieser Treppe. Auf den Turm hoch. Das war ein Albtraum. Ja, ist von Serben, sieht man schon. Eindeutig von Serbinski. Hier hat er auch wieder im Bett stehen. Öfen. Ich glaube, das hier. Vielleicht ist das hier sein Haus. Diamanten. Smaragde. Prismarin Eisensense. Prismarin Langschwert. Okay, Kohle ist noch drin. Also einen guten Ausblick hier hat man nicht. Aber das wäre cool, wenn er da drüben. Ich weiß nicht, vielleicht da drüben, oben auf dem Berg, noch was bauen könnte. Oder nochmal so ein Gebäude, aber diesmal am. Doch, ist am Baum dran. Aber dann nochmal irgendwo im Wald so ein Gebäude, dass er so eine kleine Armada aufbaut. Wirklich so eine ganz kleine Armada mit ein paar Häuschen im Gebiet, verteilt überall. Dass man da sozusagen. Wachposten, also so Rundfunksachen. Natürlich ohne Rundfunklizenz. Er streamt ja nicht. Das mache ich ja, aber ich habe auch keine Rundfunklizenz und brauche Gott sei Dank auch keine Rundfunklizenz. Wenn ich eine brauchen würde, dann oh je. Das wäre viel zu teuer. Aber ich glaube auch, dass die die Landesmedienanstalt oder Bundesmedienanstalt, keine Ahnung, für was die zuständig ist, für wie viele Länder. Insgesamt und ja, aber ich hoffe, dass die ganzen Streamer, vor allem auch die Kleinen, keine eine Lizenz brauchen zum Streamen. Wäre schon doof. Da würden die ganzen Streaming-Plattformen aussterben. YouTube, also YouTube jetzt nicht, ist ja eine Videoplattform, haben aber auch Streaming geführt. Aber Twitch zum Beispiel, die würde eventuell aussterben. Man kann da natürlich auch Videos hochladen, ist aber eigentlich nicht dafür gedacht, geeignet, wie das hochzuladen. Eigentlich eher gedacht als reine Streaming-Plattform. Man kann natürlich auch Videos hochladen, das haben die auch dann hinzugefügt. Finde ich auch nett. Hat man schon viele Plattformen, wo man sich verteilen kann, dass man nicht nur YouTube hat als seine Haupt-
Plattform für Videos, sondern auch noch Twitch. Facebook will ich jetzt lieber nicht erwähnen, ist eigentlich so, ja, keine Videoplattform. Wollen zwar eine sein, aber sind keine. Warte, was ist das für ein Kräuterli hier? Ich will es nicht kaputt machen. Ich will es wirklich nicht kaputt. Egal, ich lasse es. Ich gehe nach Hause, pack das Zeug ein. So, und dann, ja, im Untergrund ist alles perfekt. Oh, Moment. Aha, das habe ich noch gar nicht gewusst. Noch gar nicht gesehen. Aha, schon nett. Wo geht es hier hin? Oh, was ist das Rote? Was ist das? Wolle? Hä? Warum? Es hört sich wie Wolle an. Wie orangene Wolle. Aber ich glaube, so ein... Warum ist da Wolle und... Warum ist da bitte schön Wolle? Wer hat da Wolle hingemacht? Ich wusste gar nicht, dass der Generator ja auch nur Wolle generiert. So eine Landschaft nur aus Wolle. Oh, wie schön. So eine ganze Wolle-Landschaft. Nur aus orangener Wolle. Sieht bestimmt auch cool aus. Aber es hat sich wirklich wie Wolle an. Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was der Weltengenerator hier macht. Warum der jetzt dort ausgerechnet dort unten in dieser Mulde Wolle. Also ich glaube mal, dass es Wolle ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Warum? Mais. Warum? Warum Wolle? So, lass sie einfach mal im Inventar. Zwiebeln mache ich mal weg. So, Eichenholz. Ich glaube, ich wollte ja noch ein Drohnenlager machen. Sieh da, schon wieder eine gute Aufgabe. Ja, das lobe ich mir. Schon wieder eine geile Aufgabe, wo wir machen müssen. Ein Drohnenlager muss her. Das wird wunderbar. Ein Drohnenlager. Die Frage ist dann nur, wo sollen wir das Drohnenlager denn nur hinbauen? Wir haben gar keinen Platz mehr. Die ganze Welt ist vollgebaut. Wir können nirgends mehr ein Drohnenlager hinbauen. Oh, wird das schlimm. Oh, wird das schlimm. Ah, sind auch noch? Ist da was drin? Leer. Leer wie mein Magen. Boah, das hat gerade voll in der Kehle, also im Rachen weh getan. Muss gerade fast... Moment, muss mal kurz husten. Huh! Der Husten hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert. Okay, gut. Jetzt ist natürlich nur die Frage, hier habe ich ja mein Feld, da wohnt er, dort wohnt er. Wo ich dann das Drohnenlager hinbaue. Ich könnte natürlich... Ich habe hier so viel Platz. Ich habe hier so unendlich viel Platz. Okay, festgelegt. Hier kommt das Drohnenlager hin. Dann mache ich ein Feld hierher. Feld. Ein Weg hierher. Da kommt das Drohnenlager hin. Feld hierher. Anschließend. Schön hinbauen. Vielleicht hier noch ein... Nee, da kein Schleichweg hoch. Ist, glaube ich, dort zu steil. Ja, ist zu steil. Okay. Dann nur so ein Feldweg her. Da ist schöne kleine Drohnenlager. Höchstwahrscheinlich wird es unterirdisch gigantisch sein und oberirdisch so dezent klein. Mal schauen, wie groß wir das machen. Aber unterirdisch würde schon dann relativ groß sein. Dann machen wir da auch so eine... So, Monsterfalle können wir dann noch im Untergrund entlang bauen, anbinden, anverknüpfen. Das wird schon geil. Oh, da ist eine Höhle. Müssen wir unbedingt rein. Wir haben so wenig Materialien. So, wird dann spannend wahrscheinlich nächste Folge. Ich bin mir nicht sicher. Nächste Folge fange ich wahrscheinlich noch nicht das Thronlager anzubauen. Eventuell fange ich den Weg schon anzubauen. Das Feld hier ist schon fertig. Mal schauen, vielleicht ist ja in der Zeit wieder irgendjemand auf dem Server. Dann kann ich hier das Feld wieder ernten. Oder zum ersten Mal ernten. Wäre schon geil, wenn wir das hier mal komplett wachsen lassen und dann auf einmal ernten. Da brauchen wir hier so viele Kisten. Ich glaube, dann bei einmal ernten brauche ich eigentlich...
nichts mehr zum Essen. Ich glaube, da ernte ich dann erst wieder in 20 Folgen. Aber sie sieht schon geil aus hier, muss ich sagen. Sieht schon richtig cool aus. Haben auch wieder nette kleine Sachen hier erlebt, gemacht. In dieser kleinen Session jetzt wieder in den zwei Völkchen. Werden zwei Völkchen, gut. War schon wieder cool. Ja. Und es tut mir auch leid, wenn ich jetzt zum Beispiel auch hin und wieder genuschelt habe. Ich versuche, es gibt YouTuber, Dehner, große, kleine fallen mir jetzt nicht ein, aber große und so weiter, die haben zum Beispiel auch so eine Art Stimme, so ein bisschen vernuschelt. Habe ich mir teilweise sogar, muss ich sagen, habe ich mir sogar teilweise ein bisschen angewöhnt, war blöd, ist blöd, finde ich vor allem auch blöd. Und das versuche ich mir halt jetzt wieder so ein bisschen abzugewöhnen, das heißt ein bisschen lauter sprechen, deutlicher sprechen, nicht zu nuscheln, versuche mir wirklich abzugewöhnen. Ist mir aber die Folge wirklich, ich glaube, oft genug passiert, wo ich ein bisschen genuschelt habe, andere nuscheln natürlich auch, ist klar, ist vollkommen okay, ist gut, aber das versuche ich dann mir abzugewöhnen. Und dann sehen wir uns auch wieder in der nächsten Folge von Minecraft, der neuen Staffel. Freue mich wieder. Deswegen Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und ciao.